Zweimal im Jahr veranstalten wir ein gemütliches Beisammensein mit unseren Qualitätsbetrieben und Industriepartnern. Diesmal waren wir zu Gast bei der Hackerküche GmbH, Herr Gerhard Hackel. Rund 100 Personen aus der Bauwirtschaft tauschten sich zu spannenden Themen aus. Highlight waren die Vortragenden Alexander Schöggel, ein Sachverständiger aus der Elektrotechnik zu Fragen rund um die elektrotechnische Erdung, sowie der ehemalige Leiter der Cybercrime Unit vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Ich bin der Günther Nussbaum, der Obmann vom Verein Bauherrenhilfe. Wir tun ganz, ganz viel rund um die Bauwirtschaft und wir haben zweimal im Jahr ein Get-Together mit unseren Industriepartnern und Qualitätsbetrieben. Und heute sind wir zu Gast bei der Firma Hackerküchen, beim Herrn Hackel. Die haben hier den Schauraum mit ganz, ganz vielen schönen Sachen. Die Leute unterhalten sich, tauschen sich aus. Es ist Elk da, es ist Haas da, es ist Wimberger Austrohaus. Ganz, ganz viele Handwerker, ganz, ganz viele interessante Vorträge heute. Cyberkriminalität, auch ein großes Thema. Aber in erster Linie freue ich mich und bin sehr dankbar dafür, dass sich die Leute immer noch, glaube ich, wirklich gut unterhalten. Der Live-Einstieg ins Dark Web und der Live-Einblick in gehackte Seiten hat den Hacker-Vortragsraum zum Beben gebracht. Schlussendlich hat Leon von Sushi Bento ein Showkochen der besonderen Art gezaubert. So, mein Name ist Günter Rabi. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der EasyTherm GmbH und diese entwickelt, produziert und vertreibt ganz tolle Heizungssysteme, Infrarotheizungen für höchste Behaglichkeit und für höchste Autarkie im eigenen Objekt. Arne Rosenkranz, technischer Leiter der Firma Schillerbau aus dem Waldviertel. Christian Wimberger, Geschäftsführer der Wimberger Gruppe. Also mein Name ist Gottfried Ducher und ich komme von der Kessel AG, das ist ein deutsches Unternehmen und wir sind führend in der Entwässerungstechnik. Also das war eine der erlesenen Nussbaumanstalten, muss man sagen. Ja, wie immer wunderbar. Eine nette Mischung aus Vernetzung, aus ein bisschen Geselligkeit, Fachvorträge, die kurz und knackig die Themen auf den Punkt gebracht haben, die gerade aktuell unter den Fingernägeln brennen. Deswegen wie immer ein großes Lob an die Bauernhilfe für diese wunderbare Veranstaltung. Sehr spannend. Spannende Themen, wo ich eigentlich nicht so drinnen bin, gerade wenn es um die Erdung geht. Was halt nur spannender war, war dann die Internet-Cybercrime und die Geschichte. Aber ja, da wird einem bewusst, dass man eigentlich tagtäglich am Glatteis ist. Das war für mich heute natürlich eine Premiere. Ich war das erste Mal dabei, weil sonst waren immer irgendwelche Kollegen von mir hier. Also sehr spannende Themen, natürlich vieles, vieles Neues, nicht unbedingt aus meiner Branche, aber tollen Input natürlich rein und für die jetzige Zeit natürlich super Input für die neue, für die Zukunft, was jetzt uns eigentlich erwartet. Last but not least hat Mercedes Partner Papas einen super funktionierenden Shuttle-Service vom Parkplatz zu den Schauräumen und dem diesmaligen Veranstaltungsort organisiert und dabei noch Testfahrten auf den neuesten Fahrzeugen möglich gemacht. Wir bedanken uns bei allen Partnern und Teilnehmern für die gute Stimmung bis in den späten Abend.